Ich begrüße alle recht herzlich zum EduTalk in diesem Jahr, heute mit dem David Rödler. Es geht um den Einsatz von Virtual Reality Konferenzen im Bildungsbereich. David war ja schon öfter zu Gast auch hier und ich glaube, wir haben heute ein ganz spannendes Thema. Ich glaube, vorneweg muss man sagen, es wird heute keine endgültige Pauschallösung und Konzepte geben, aber vielleicht ganz viel, wo wir mal drüber reden können, wo das Potenzial von Virtual Reality einfach liegt. Und David, ich würde jetzt dir einfach mal das Wort übergeben, kannst dich gerne nochmal vorstellen und dann, ja, was hast du vorbereitet? Sehr gut. Ja, vielen Dank, Tobias, für die Einleitung und für die Einladung natürlich. Ich bin immer sehr gerne in deinen Webinaren. Kurz zu mir. Ich bin eingeklammerter Jurist, das ist schon total lange her. Jetzt mache ich viel Uni-Lehre. Genau, sieht man die Freigabe eigentlich? Ich bin mir nämlich nicht sicher. Ich sehe sie, ja. Sehr gut, okay. Irgendwie schaut das gerade komisch aus bei mir, aber alles gut. Erwachsenenbildung und selbstständig. Und mich interessiert sehr Live-Internet, also so eine kleine hier Entwicklung. Das ist nämlich auch schon live und interaktiv. Das hier war wenig interaktiv, konnte aber auch live sein. Und so ist der erste Termin in meinen Uni-Lehrveranstaltungen, also irgendwie sehr, sehr traditionell, und so sieht es dann aus. Also mit viel Lebendigkeit in Videokonferenzen. Und ich finde es irgendwie spannend, erstmal diesen ursprünglichen 3D-Raum in den 2D-Raum, aber mit ganz vielen Vorteilen zu übernehmen. Also alle haben dann sind mit Namen erkennbar. Es ist viel, viel interaktiver, weil alle Mikrofon haben, alle was präsentieren können. Und ja, ich bin auf der Suche, diese Formate irgendwie weiterzuentwickeln. Ja, also das kann mit Augmented Reality sein, das kann einfach sein, dass es Spaß macht. Also hier habe ich einen Dinosaurier mit reingeholt. Und der nächste Schritt war dann, dass wir das ist mittlerweile ungefähr, ja noch gar nicht mal ein Jahr ungefähr ist es her, haben wir dann mal das erste Webinar in einem 3D-Raum ausprobiert, wobei das Ganze auf dem flachen Bildschirm lief. Aber immerhin konnte man eben gemeinsam dann durch irgendwelche Räume spazieren, aber auch in den Garten gehen und dann am Lagerfeuer sitzen. Und alle diese... Es ist ja klar, also alle diese Orte, die wir hier haben, haben einen Einfluss auf die Lernsituation. Da springe ich jetzt drüber. Und ja, seit ungefähr Sommer letzten Jahres, dann auch über Stefan, der hier auch anwesend ist, war einer der Motivatoren, Beschäftigung mit VR. Und eigentlich hat es mich so lange nicht interessiert, solange ich nicht wusste, dass in VR auch Begegnung stattfinden kann. Also VR kann natürlich sein, ganz viel Spiel, ja, dass man irgendwelche Spiele macht in diesen 3D-Räumen, wo man aber relativ alleine ist. Aber das Spannende sind dann eben die Social VR-Plattformen, so wie hier eins, das heißt Altspace. Und da ist man in der Gruppe drinnen und kann interagieren, kann sich, was vielleicht ein bisschen langweilig ist, eine Präsentation anschauen, aber ich meine, wenn es kurz ist, ist es okay, oder einen Film ansehen. Aber der spannende Aspekt ist eben wirklich, dass man über natürliche Sprache miteinander sprechen kann, dass man sich irgendwie die Hand geben kann, dass man ich gemeinsam Basketball spielen kann oder Musik machen oder Trampolin springen. Und wir werden dann auch einsteigen und dann kann ich ein bisschen zeigen, wie es dort live drinnen aussieht.
Und das sind erstmal witzige Erfahrungen, dort drinnen zu sein. Und ja, das nächste habe ich jetzt mittlerweile Zugang bekommen. Da spielt auch Augmented Reality eine Rolle. Ich muss es bald mal ausprobieren, aber im Moment haben sie mir mal kostenlosen Zugang gewährt und das funktioniert auch mit Oculus Quest, also eine Plattform, wo dann ja andere mit in den Präsenz, in den Realpräsenzraum irgendwie kommen können. Ja, schaut ziemlich cool aus. Ich kann zumindest eine Vorschau zeigen. Das ist was, was ich wirklich auch schon gemacht habe. Das ist Big Screen, heißt die Plattform. Die ist eigentlich dazu gedacht, dass man irgendwie gemeinsam Filme anschauen kann. Also David, wenn ich kurz Ja. unterbreche, wir sehen die ganze Zeit die Freigabe von deiner PowerPoint, ne? Also falls du gerade irgendwie im Browser was zeigst, das sehen wir gerade Genau. nicht. Na, ihr habt das Big Screen hoffentlich gesehen. Ja. Nein, haben die ganze Zeit dein PowerPoint gesehen. Echt? Ja. Ich hab alles Mögliche gezeigt jetzt und Ah, schön. das sah wirklich jetzt komisch aus bei mir und normalerweise bin ich ja super geübt mit der ganzen Geschichte. Okay, jetzt habt ihr das alles nicht gesehen, was ich hier gezeigt habe, ja? Ja, vielleicht nochmal so im Das Schnelldurchgang mache ich einfach auch nochmal jetzt, so die genau. Anwendung, Also die du Uni erwähnt hast. traditionell, Uni dann moderner, Begegnung, irgendwie alle auf einer Ebene, dann kann gefeiert werden gemeinsam, man kann die Tiere mitbringen, man kann den Dinosaurier als Augmented Reality auch mit einbringen. Man kann sich in 3D-Räumen treffen. Das ist das, wo man in den Garten gehen kann. Aber das Ganze trotzdem noch flach auf dem Bildschirm ist. Und der nächste Schritt eben dann über VR. Ja, seit Sommer Experimentierfreudigkeit mit Oculus Quest. Ja, und eben dann hier Altspace-Plattform, um miteinander zu sprechen oder sich irgendwas anzusehen oder Trampolin springen zu gehen. Und in die Plattform will ich dann auch gerne gleich live einsteigen. Das hier ist hier ein ganz neues Szenario, wo ich gerade Zugang bekommen habe, hier gemeinsames Filme ansehen und natürlich auch Interaktion darüber. Und das war wirklich eine witzige Kollegin in Norwegen. War Nationalratsparlamentswahl in Österreich vor ein paar Monaten und dann gab es ein Live-Screening, also ein, wie sagt man das beim Fußballspiel, wenn der öffentlich Public View. Public Viewing, ja genau. Also hat man genau die Wahlberichterstattung dann gemeinsam angeschaut. War total witzig. Ja, das sind ein paar, genau, ich habe gerade gesehen, das ist vielleicht witzig für uns heute, es ist gerade ein Gottesdienst in VR, also das passt vielleicht irgendwie, dass wir da reinschauen. Der läuft gerade noch live. Gut, jetzt unterbreche ich erstmal einfach so für erste vielleicht Fragen. Genau, also ich meine, vielleicht wäre ja auch erstmal interessant, auch die Anwesenden wollen ja ein bisschen in den Dialog gehen. Vielleicht sind ja auch einige hier, die VR-Anwendungen erprobt sind. Vielleicht sind einige hier, die noch nie was damit zu tun haben. Habt ihr irgendwelche ja, Anmerkungen oder Erwartungen oder Fragen, auf die wir jetzt doch mal eingehen sollen? Also wie gesagt, könnt euch jetzt gerne per Audio dazu schalten oder in den Chat geben. Ich gebe das dann weiter. Also ich weiß zum Beispiel, dass Andreas Klisch einiges macht in dem Bereich. Bin ich total gespannt, da mehr zu erfahren. Wenn du erzählen magst, aber das Mikro müsstest einschalten. Ja, also ich habe Erfahrung mit VR schon seit über 2 Jahren. Hallo erstmal alle. Aber diese kollaborativen Sachen, also diese im Bereich Multiplayer-Game, ja, das ist doch noch eine ziemliche Herausforderung, finde ich. In den Chat-Geschichten habe ich mich noch nicht so bewegen können, weil ich keine Chatpartner hatte, mit denen ich das ausprobieren konnte, beziehungsweise keine Zeit hatte, mit denen ich es ausprobieren konnte. Und ich habe die Brille halt auch die Brillen, also ich habe mehrere Brillen, also mehrere Stationen. Ich habe die Brille nicht in meinem Büro. Ich muss dann halt immer erst in meinen Laden fahren und dann die Brille aufsetzen. Das ist also ein bisschen logistisch auch ein bisschen schwierig für mich. Aber ich glaube, dass diese VR-Chat-Geschichte irgendwie so dieses Second Life 3.0 oder so, würde ich mal sagen halt. Ne? So, das ist so in die Richtung geht das. Und zweidimensional funktioniert das meiner Meinung nach überhaupt nicht. Ja, weil da braucht man das nicht machen und die VR-Umgebung,
punktet halt daran, dass man eben an bestimmten Sachen irgendwie arbeiten kann. Und ich glaube, dass das eher interessant wird im Bereich Mixed Reality, wenn man tatsächlich dann auch mit AR-Geschichten arbeitet und dann vielleicht gemeinsam an einem Prototypen, an einem Objekt, an einem, was weiß ich, also die Autoindustrie macht es ja schon seit einigen Jahren, dass man dann sozusagen dort einfach Dinge gemeinsam sozusagen verändert, baut. Also Google Blocks zum Beispiel ist ja da ein gutes Beispiel dabei, ne? Oder auch Google Tilt Brush, das sind ja so diese schönen Anwendungen vom VR-Bereich, wo man da sehr tolle Sachen gemeinsam machen kann. Da liegt, glaube ich, noch die Zukunft drin. Im Chat-Bereich, ich weiß nicht, weil ob das tatsächlich eine Zukunft sein kann, weil die Brillen sind halt immer noch sehr klobig. Die sind unkomfortabel, man schwitzt unter den Dingern, man muss aufpassen, dass man nicht länger als 30, 45 maximal eine Stunde irgendwie drunter sitzt, dann hat man irgendwie, dann ist es einfach zu viel. Also meine Erfahrung ist das tatsächlich dann auch, dass ich nach 20 Minuten eigentlich schon genug habe irgendwie und genau. Und auch gar nicht darauf verpflichtet bin, umso längere Abenteuer dazu. Also du hast ganz schön viel jetzt da ja. gerade eingebracht. Okay. Ist okay. Ich glaube, also Brillen wären natürlich jetzt mal leichter, da bin ich mir ganz sicher. Ich hab auch gerade irgendwo was zeigen, vielleicht was gesehen, was irgendwie schon viel, viel cooler ausschaut. Ja. Als vielleicht können wir ja auch erstmal so beim Sammeln von, ich sag mal, Themen, Erwartung genau. bleiben. Dann ja, würde ich vorschlagen, ja. gehen wir gleich mal so in den Bereich, was gibt es überhaupt an Brilleneinsteigermodellen, was gibt es an Plattformen, an Diensten. Und ich glaube, dann können wir auch noch mal über Zukunftsfähigkeit und Potenziale für die Bildungsarbeit nochmal reden. Mhm. Gibt es denn noch, ich sag mal, von den anderen Anwesenden nochmal spezielle Erwartungen oder sollen wir einfach loslegen? Wir nochmal. Gut, das scheint jetzt kurzfristig jetzt Technik und Plattform interessieren mich am meisten, schreibt der Hannes und Karl jetzt sagt loslegen. Dann würde ich sagen, wir legen los und wenn noch spezielle Fragen da sind, einfach in den Chat und ich moderiere das dann einfach mit rein. David. Also das hier wäre mal so der Anfang. Ja? Google Cardboard, ich mein, kostet glaube ich so gut wie gar nichts. Ja. Und wird das Smartphone reingesteckt. Aber irgendwie ist das Erlebnis natürlich so wie dann mit Einsteigermodellen wie Oculus. Ja, sieht man jetzt, was ich mache, oder? Passt das mit der Bildschirmfrage? Ja, das sieht man, den Browser sieht man, genau. Sehr gut, so soll es sein. Ja. Also Oculus Go wäre ein Einsteigermodell, gibt es jetzt ab ungefähr also ca. 200 Euro oder ein bisschen runter. Und Oculus Quest ist dann drüber, kann mehr und kostet ungefähr 500 Euro. Ja. Und dann gibt es natürlich auch noch von anderen, also das zum Beispiel hier ist auch ein recht weit verbreitetes HTC Vive, ist das Teil. Ja. Sieht man hier. Ja, also das ist ungefähr das, was irgendwie an Hardware vorhanden ist. Und in meinem Software im Bildungsbereich, also das fand ich super, super umgesetzt. Ja, also, David, wenn ich nochmal kurz unterbrechen darf, vielleicht sind ja auch einige dabei, die mit VR, ich sag mal Begriff. So, überhaupt noch nichts zu tun haben. Deswegen einfach nochmal so zu den strukturellen Unterschieden dieser Brille, weil zwischen Cardboard, der Go und der Oculus Quest, und das sind ja ganz elementare Unterschiede auch in den Funktionen, wie ich agieren kann. Und dann sehe ich mal so Handcontroller und vielleicht kannst du da mal so zwei, drei Sätze ja, genau. also die, dazu verlieren. Das Google Cardboard zum Beispiel hat natürlich keine, also da kann man sich zwar umdrehen und man sieht ja oft dann 360-Grad-Fotos, die eigentlich gar nicht VR sind, weil VR bedeutet ja, dass es künstlich generierte Information ist und nicht irgendwie ein 360-Grad-Foto oder Film. Dann hat man auch keine Möglichkeit für einen Handcontroller, ja, weil gibt's nicht. Den Controller braucht man, um sich aber fortzubewegen in einem künstlich generierten dreidimensionalen Raum. Ja, und dann, also dazu wäre eben dieses erste Oculus Go Modell, da gibt es eben den Handcontroller und man kann sich weiter bewegen. Es gibt dann auch sehr gut eben Mikrofon und Lautsprecher, dass man hören kann und sprechen kann.
Und der nächste weitere Schritt ist dann eben zum Beispiel Oculus Quest, wo man auch die Möglichkeit hat, dann im Raum sich zu bewegen. Also da kann ich dann in meinem Zimmer herumspazieren und dieses Herumspazieren wird dann auch in den VR-Raum mit übertragen. Ja, das sind Okay. vielleicht so mal ein paar wichtige technische Unterschiede. Und vielleicht noch zum Begriff, also VR, wie gesagt, ist die reine virtuelle also oder computergenerierte Umgebung. Und bei Augmented Reality ist es so, dass die Wirklichkeit angereichert wird mit Online-Informationen. Also man sieht immer noch durch irgendwie ein Kameraauge die Realität. Okay, danke schön. Ja, dann vielleicht zeige ich einfach wieder ein paar Beispiele. Also das ist schon das erwähnte Anne Frank Haus in Virtual Reality und das ist schon gut gemacht. Ja, man sieht ja ein bisschen, wie das dann auch aussieht. Man kann also wirklich super umgesetzt, das Versteck, das Haus. Dann kann man durchgehen und man fühlt sich dann eben wirklich so wie in diesem Haus. Ja? Also das ist eine kostenlose Anwendung. Kann man sich auf viele VR-Headsets runterladen. Aber man ist, das finde ich da ein bisschen schade, man ist irgendwie alleine. Ja, man hat keine Möglichkeit, sich mit anderen dann irgendwie darüber auszutauschen. Also es ist eine interessante Erfahrung, aber man fühlt sich ein bisschen alleine dort. Und deshalb finde ich faszinierend eben solche Plattformen wie Altspace, wo man be there together. Ja, also klar, also da geht es um Gemeinsames. Und wahrscheinlich einen großen Sprung wird das Ganze dann machen demnächst. Das kann schon in den nächsten Tagen vielleicht sogar sein. Wird Facebook öffnen. Facebook Horizon heißt das. Eigentlich eine wirkliche Social-Plattform, um ja, mit den Facebook-Freundinnen und Freunden dann in Interaktion zu treten. Welten zu explorieren, Welten aber auch selbst zu erschaffen, gemeinsam zu spielen. Ja, also auch das Create ist dort ganz, ganz, ganz wichtig. Ich kann ja mal kurz anspielen, wie das, wenn man ein bisschen einen Eindruck bekommt, was dort geplant ist mit Computertonfreigabe. Beyond our world, Ja, ich meine, irgendwie verrückt, oder? Man steht dann in der Küche. Also wir sind hier noch im Chat, ne? Also hast du nichts freigegeben. Na super. Ah, super. Ich bin heute irgendwie. Jetzt sieht man es, oder? Ja. Jetzt sieht man es. Also Ja, genau. aus der Küche oder aus dem Wohnzimmer heraus And it's right here. kann man dann Show you around. eintauchen in You know, die Horizon's filled künstliche with Welt. possibilities. Ja. Und trifft sich dann dort mit den Facebook-Freunden und kann natürlich dann auf ganz andere Art miteinander interagieren als auf Facebook und kann sich diese Welten dann auch selbst gestalten. Ja, und das ist klar, das hat einerseits ist das Spaß, andererseits hat das aber auch, kann das ein Bildungsraum sein, der natürlich ganz speziell ist. Gut, in erster Linie geht es ja auch erstmal darum, einen barrierearmen Raum auch zu schaffen, Begegnungsraum. Was dann nachher an ein Bildungsformat reingesetzt wird, das ist dann ja auch noch eine methodische, auch eine didaktische Frage, was dann ja auch von uns Bildnern dann ausgehen muss. Ja, also man kann sich natürlich vorstellen, dass dort auch eine Art Webinar stattfindet. Ja, aber eben die Umgebung irgendwie sehr, sehr cool ist, aber vielleicht auch eine wichtige Rolle spielt. Also man kann einen Sprachkurs sich da drinnen vorstellen. Weil wenn man durch die Landschaften spaziert und dann miteinander spricht darüber.
Ja. Vielleicht nochmal um zurückkommen auf irgendwie Kreativität. Das finde ich auch sehr, sehr lustig. Das ist Tiltbrush, das Andreas schon erwähnt hat. Das ist von Google. Und da kann man im 3D-Raum malen, ja, oder irgendwelche Kunstwerke erschaffen. Und diese Kunstwerke dann auch veröffentlichen. Und die sind dann eben über die VR-Brille dann auch in der Dreidimensionalität erfahrbar. Ja, also man kann dann rundherum gehen und sich das von allen Seiten betrachten, oder man kann auch reingehen, und also das ist schon eine witzige Sache. Gut. Das hier ist die Plattform fürs gemeinsame Filme anschauen, Big Screen, aber auch super für Gespräche. Ja, es ist einfach ein ganz interessantes Gefühl, dort dann drinnen zu sein und sich mit Menschen, die man vielleicht schon kennt oder auch noch nicht kennt, zu sprechen. Aber vielleicht machen wir es jetzt einfach mal ganz konkret, oder? Dass ich mal in Altspace einsteige und wir... Ja, also das ist im Moment die Social-VR-Plattform, die ich interessant finde und wo ich einfach manchmal reingehe. Und hier sieht man, von 9 bis 11 ist hier eine VR-Church-Gruppe. Und ich glaube, ich werde mal einsteigen. Ist das okay? Ja, gerne. Ja. Also hier habe ich die... Nein, jetzt werde ich den virtuellen Hintergrund abschalten, damit man das besser sieht. Das ist also jetzt die Oculus Quest. Ja, das ist übrigens auch von Facebook. Also Facebook hat das irgendwann mal gekauft. Also man ist damit auch im Facebook-Universum mit allen Vor- und Nachteilen. Dazu gehören solche Handcontroller, mit denen man dort sich drinnen dann leichter bewegen kann oder verschiedene Sachen steuern kann. Okay, dann werde ich das Teil mal einschalten und euch dann auch gleich den Bildschirm freigeben, damit ihr mitschauen könnt. Moment. Ich habe jetzt hier daneben mein iPad stehen und kann, wenn alles gut geht, vorhin hat es super funktioniert, ja genau, kann das iPad jetzt super, wo ist es? In Österreich ist gerade Montagmorgen, oder? Ja, es ist ganz komisch. Also das iPad ist da, aber ich habe es jetzt nicht in der Freigabe. Wie kann das sein? Vorhin habe ich es ja freigegeben. Ich sehe es jetzt nicht bei der Bildschirmfreigabe im Zoom-Raum. Wie gibt es denn sowas? Das muss ich mir kurz was einfallen lassen. Jetzt zur Not mal ausstecken, wieder reinstecken. Ja, es wird nicht angezeigt, das wird nochmal. Aber ich habe schon eine Idee, wie ich es reinhole. Aber vielleicht wollt ihr euch auch in der Zwischenzeit die eine oder andere Frage überlegen. Genau. Also kann ja mal fragen, vielleicht hat jemand von euch ja schon mal Erfahrungen mit so Social VR-Anwendungen. Wenn ja, welche? Und um auch mal die Frage vom Andreas oder den Punkt vom Andreas mit aufzunehmen, der ja sagt, er würde gerne mal Chat ausprobieren, hat aber auch bis jetzt noch niemanden gehabt zum Chatten. Wo fängt man denn am besten an damit? Hat da jemand dazu einen Kommentar? Chat oder hier. Ja, das funktioniert.
Genau, Horizon wird auch für Oculus gehen. Also sicher mal für Oculus Quest. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es für Oculus Go gehen wird. Okay, jetzt sieht man, wo ich bin, oder? Nee, wir sehen den Browser. Na super. Ich bin heute wirklich wie ein... Ja, wir sind ja hier unter uns. Ich bin echt wie ein... Weil ich nämlich auch nicht den... Ich habe nicht den... Also ich habe es jetzt auf dem Bildschirm, ja, das iPad. Aber ich sehe es nicht in der Freigabe. Das ist echt unglaublich. Was ich vorhin hatte. Bin ich echt ein bisschen irritiert. Kann es sein, dass die Freigabe irgendwie ein bisschen limitiert ist, eingestellt ist? Ich kann mir das nicht vorstellen. Die Freigabe hast du ja ganz normal. Eben. Was wir machen können, das ist aber natürlich jetzt ein bisschen sonderbar, weil ich kann es so probieren. Ich kann natürlich auch die... Genau. Ich kann die Kamera hier auch drauf richten. Geh da drauf und ich mache das Video jetzt für alle prominent als Spotlight-Video, dass wir jetzt alle dein iPad sehen. Mhm, genau. Aber das ist sonderbar. Ja gut, aber das zeigt ja auch, ich sag mal, man kommt immer in so Situationen, wo es aus irgendwelchen Gründen nicht klappt und dann gehen wir gelassen damit um und finden eine Möglichkeit. Ja, aber jetzt sieht man ein bisschen, oder? Jetzt sieht man das iPad, kann man sehen. Ja, genau. Und gut, jetzt kann ich Altspace starten. Das ist jetzt also diese Social VR Anwendung. Das dauert dann immer einen Moment, bis es auch läuft. Gut, jetzt startet's. Jetzt komme ich in den Startraum, also das ist irgendwie so ein bisschen eine Art Wohnzimmer. Und hier hat man dann Auswahlmöglichkeiten, man kann in unterschiedliche Räume reingehen. Man sieht dann auch, wie viele Menschen gerade in diesen Räumen drinnen sind. Und wir haben hier noch 30 Minuten in der Kirche, aber da ist nur noch... Ah doch, 6 sind noch da, also wir gehen jetzt mal Kirche. Mal rein. Interessiert uns natürlich auch als evangelische Kirche, wie kann ein Gottesdienst in VR aussehen? Ja, also was schon interessant ist, man kann sich da eben einiges abschauen, weil Kirche kann irgendwie, und gerade die US-Kirchen schaffen es sehr gut, so Community. Okay, jetzt muss ich... Also man sieht hier vorne, das ist der Altar, wo wahrscheinlich, oder ist es nur ein Werbeschild? Und wo sind die Gläubigen? Ah, da hinten haben sie sich versammelt. Jetzt kann ich mich dort auch hinbeamen. Jetzt sieht man an der Wand, sieht man... Das Mikrofon ausschalten, dass ich dort nicht störe, wenn ich hier spreche. Sieht man irgendwelche Bibel-Zitate wahrscheinlich hier an der Wand. Und hier ist die Gruppe jetzt nach dem, also ich höre die jetzt auch, vielleicht hört ihr die auch mit ein bisschen übers Mikrofon. Mhm. Ja, die verabschieden sich jetzt gerade. Also die sind jetzt hier irgendwie noch ganz, ganz nett zusammengestanden. Ja, das heißt, das sind jetzt alles, ich sag mal, Leute von irgendwo auf der Welt, die treffen sich jetzt in diesem Altspace, in diesem Raum und haben jetzt ein inhaltliches Thema. In diesem Fall ist es jetzt ein gemeinsamer Gottesdienst gewesen. Ja, genau. Und der Gottesdienst ist jetzt zu Ende und jetzt sprechen sie halt noch. Also stehen sozusagen vor der Kirche. Und unterhalten sich.
Ja gut, der klassische Kaffee im Gemeindehaus nach dem Gottesdienst, kennt man ja auch. Diese Veranstaltung, wie erfahren die Leute davon? Na, da gibt es einen Terminkalender. Und in diesem Kalender sind alle diese Veranstaltungen aufgelistet. Und man kann hier drinnen auch eigene Veranstaltungen anlegen. Ah, okay. Ja, also ich kann hier auch wieder rausgehen. Dann sieht man hier die Termine. Also ein Dating-Game oder so, keine Ahnung, was das werden wird, ist morgen. Also es treffen sich wirklich verschiedenste Communities hier regelmäßig. Und ja, ich kann auch mal hier in diesen Raum gehen, da ist heute früh noch wenig los, aber ich finde es ganz witzig zu sehen. Das ist sozusagen der Hauptraum, wo immer irgendwie Leute sind, die gerade Lust haben. Für Gespräche. Ja, da gibt es ein Lagerfeuer. Nothing at the moment, I'm between jobs. Fair enough. You? Just, I'm und working out all day. Also die unterhalten sich da gerade. I'm talking about marine biology at university. Ah, cool. Ja. Und die, vielleicht kann man hier ein bisschen mithören. Hört man das? Ja, also die unterhalten sich gerade, was sie studieren zum Beispiel. Naja. Ja, vielleicht kann man ja so beim Zuschauen einfach ja mal überlegen. Ich sag mal, im Moment haben wir es ja erstmal mit einem Begegnungsszenario zu tun, wie man das eben mit Bildung auch verbinden kann. Davor vom Khalid kommt jetzt noch eine Frage im Chat, was für Zusatzhardware gibt es? Körperanzug, physisches Feedback erzeugen. Ich habe natürlich jetzt direkt Ready Player One, den Film dann auch im Hinterkopf, kompletter Anzug, dann irgendwie auf Laufband und alles. Was gibt es denn da auch, ich sag mal, serientauglich für die Allgemeinheit? Das glaube ich noch nicht, dass es da viel gibt. Ich meine, es gibt haptisches Feedback auch über diese Controller. Wenn man sich also jetzt in VR die Hand gibt, dann fängt das an zu vibrieren. Und das ist schon mal ein komisches Gefühl. Ja? Und man arbeitet auch an sonstigen haptischen Feedback-Möglichkeiten. Aber ich habe jetzt noch nichts gesehen, was jetzt irgendwie sozusagen für den Massenmarkt tauglich wäre. Also es gibt jetzt noch keinen Körperanzug, den man jetzt irgendwo einkaufen kann. Ich glaube, auf der Gamescom habe ich das so mal gesehen, so mit Laufband unten drunter, dass man mit seinem Anzug dann auch mit Seilen befestigt ist, um eben auch dieses Schwebe- und Fliegegefühl auch zu kriegen. Aber vielleicht haben die anderen da ja auch noch irgendwelche Tipps oder Hinweise dazu. Da bin ich ja auch nicht so der Experte in dem Bereich. Aber sicher jetzt nicht für ein paar hundert Euro. Nichts, was ich im Mediamarkt kaufen könnte, ist klar. Ja, dann lass uns doch einfach mal überlegen. Also wie gesagt, wir haben es jetzt erstmal noch nicht mit einer Methodik in dem Sinne zu tun, sondern erstmal nur mit der zur Verfügungstellung eines eigenen Raumes. Wie könnten wir denn diesen neuen Raum, digitalen Raum in unserer Arbeit im Prinzip einsetzen? Gibt es jetzt schon irgendwie umsetzbare Ideen oder scheitert das an Infrastruktur, Größe der Brille und Einfallslosigkeit? Ich würde auch gerade noch mal eine Frage ergänzen. Ja. Ist es möglich, eigene virtuelle Räume zu erschaffen? Und wenn ja, ist das auch ohne Programmierkenntnisse möglich oder wie ist so der Stand der Dinge bei Altspace beispielsweise? Also Altspace, man kann dort Räume erstellen, aber man muss sich auseinandersetzen mit Unreal. Ja, das ist eine Programmierplattform für diese VR-Räume. Was möglicherweise leichter funktioniert, bin ich gerade darauf aufmerksam gemacht worden. Sieht man das jetzt? Tori? Ich frage jetzt immer blöd nach, ja. Ist das zu sehen, das Tori? Ja, die,
Browserfreigabe, genau, richtig. Okay, gut, das funktioniert. Also hier kann man VR-Inhalte, soll man relativ einfach selbst machen können. Also man kann, darum geht es, ja. Für genauso ist ganz groß drauf, auch bei Facebook. Bei Facebook Horizon, dass man dort auch selbst Inhalte erstellen kann. Man kann das auch bei Altspace machen. Und eine Plattform, wo das auch geht, ich habe mich damit jetzt noch nicht im Detail beschäftigt, aber es ist möglich, ist Mozilla Hubs. Das ist eine Open-Source-Plattform, die auch deshalb gut ist, weil man sie über den Browser, man braucht also gar keine Hardware dazu, um das mal auszuprobieren. Und hier ist auch ganz klar, ich glaube, das ist hier unter Spoke, genau, Make Your Space, dass man über eine Web-Oberfläche dann solche dreidimensionalen VR-Räume auch selbst gestalten kann. Ja, aber das ist tatsächlich jetzt auch noch für mich irgendwie Neuland, wie das funktioniert. Aber eine Plattform, auf der das auf jeden Fall geht, ist Unreal für also 3D-Gestaltung, VR-Gestaltung. Ja, also um vielleicht auch ganz niederschwellig mal VR zu erleben, ist diese Plattform sicher ganz, ganz spannend. Ja, eben weil Open Source, kostenlos und über alle, also man kann dort mit allen VR-Headsets reingehen. Ich kann ja mal so einen Raum anlegen, weil es eben wirklich auch über die Web-Oberfläche geht. Es genügt auch ein Smartphone, um das zu erleben, um sich da drinnen dann zu bewegen. Enter on screen. Da habe ich auch Ton dort drinnen. Und man kann den Link dann teilen. Das mache ich jetzt einfach auch im Chat. Und wer Lust hat, kann ja mal draufklicken und dann kommt man auch sofort in den Raum. Ja, wer hat Erfahrung mit dieser Plattform? Schauen, ob ich euch sehe. Aber da kommen ja schon auch ein paar. Noch sehe ich euch aber nicht. Genau, ihr müsst noch auf Enter gehen. Genau, joined, entered the room. Genau, also irgendwer ist jetzt schon da. Genau, da. Ich glaube, da hinten befindet sich jemand, ja, eindeutig. Ja, also wir sehen uns jetzt wahrscheinlich. Und dann ist, finde ich, total witzig, man kann dann sogar den Bildschirm teilen da drinnen und man kann die auch ein Video Bild von sich dann dort öffnen, das wir auch in diesem Raum haben. Genau, und sonstige Objekte. Irgendwie wird ein Fernseher dort offenbar reingegeben. Ja, wer ist drinnen und mag kurz erzählen, was da ist? Ich bin jetzt über den Browser drin. Genau. Ich bin ja auch bei dem Browser. Wie komme ich denn vorwärts? Mit dem Pfeil, mit den Cursor-Tasten. Ich bin kein Gamer, wie man merkt. Mit den Cursor-Tasten. Kann man sich bewegen und mit E und Q kann man sich drehen. Und
Die eigene Achse mit E und Q. Ja, aber jetzt sind wir ja schon eine nette Gruppe hier in dem Raum. Und das könnte man jetzt genauso gut auch über einen, das kann man also jetzt wirklich mit Google Cardboard auch erleben, weil man über den Smartphone-Browser dort einsteigen kann. Ja, genau, jetzt muss ich dann mal irgendwo koppelt es gerade etwas zurück. Genau, man muss das Mikro ausschalten da drinnen. Jetzt haben wir sonst doppelt Mikrofone. Und man kann die VR-Headsets haben ja auch einen Browser eingebaut und dort kann man dann die, ja super, jetzt sehe ich Lutz im Video. Genau, super. Im Video, im Raum. Da muss man jetzt noch über die Bildschirmfreigabe noch dokumentieren. Das ist ja super. Nicht mehr. Doch, da ist er wieder. Da ist Lutz mit seinem Videobild im Raum. Ja, man kann dort in diesem Raum jetzt auch gemeinsam malen, man kann irgendwelche Objekte dort einblenden. Man kann eigentlich ziemlich gut miteinander sprechen, weil eben auch dort Tonverbindung drinnen ist. Also für mich ist das jetzt nicht was man jetzt sofort im Bildungskontext einsetzen kann, aber man kann sich überlegen, was das bedeuten wird in Zukunft. Ja, kann man ja mal schauen. Also ich meine, Lutz als Pfarrer, du bist ja sehr aktiv im Bereich Digitalisierung in der Kirche. Wir haben vorhin schon mal so ein Format gesehen. Siehst du da Potenzial oder sagst du, das ist einfach noch Zukunft? Das ist nette Spielerei, aber Zukunft. Also wenn ich das jetzt gerade sehe, so ein Gottesdienst, ich habe sofort an die mitteldeutsche Kirche gedacht, die ihren Online-Gottesdienst machen, eine Online-Kirche. Das könnte ich mir ziemlich gut vorstellen bei denen. Ich sehe den Carsten Kopp ja auch nachher, ich werde das ihm gleich mal erzählen. Also das ist das Erste, was einfällt natürlich. Und wir haben gestern darüber gesprochen, was passiert, wenn der Virus weiter um sich greift, wie feiern wir dann noch Gottesdienste? So. Hm. Zukunftsmusik, klar. Genau. Ansonsten wird es wahrscheinlich eher an verfügbaren WLAN und LTE irgendwie mangeln in Hessen, ne? Christoph hat gefragt nach genau. Zusammenarbeitsplattformen. Also Tobias und ich hatten vor ein paar Wochen ausprobiert Meet in VR. Und das war irgendwie schon ziemlich cool. Also da gibt es so Besprechungsräume. Dann kann man sich dort auch sehr schön die Hand geben. Und es vibriert. Man sieht, man hat Whiteboards, auf die man gemeinsam zeichnen kann. Man kann irgendwelche Objekte hin und her schieben. Und am spannendsten fand ich, diese Kärtchen, die da jetzt weitergereicht werden, die kann man nämlich mit Speech-to-Text, mit Sprache auf Text beschreiben. Also ich spreche was drauf und dann steht es auf dem Kärtchen. Und dann kann man, wenn man will, diese Kärtchen auch irgendwo im Raum platzieren. Ja, ich glaube, das Schöne ist ja genau, ist ja auch eben, dass ja nicht nur, man hat eben nicht nur die Kärtchen, sondern man kann die einfach großziehen, mitten in den Raum hängen und andere, die sind dann öffentlich einsehbar, also für die Teilnehmer und die können einfach Anmerkungen mit dazu schreiben. Und es gibt in jedem VR-Raum, gibt es dann noch einen großen zentralen Monitor. Da kann man dann die Sachen drauf projizieren. Geplant ist auch noch, dass Webseiten dargestellt werden können. Das heißt, theoretisch könnte man dann auch Präsentationen, Prezi oder ein Online-Office oder wie auch immer über einen Browser vorführen. Genau, da hat man halt wirklich einen kompletten virtuellen Kommunikations- und Konferenzraum mit einer guten Ausstattung. Ja, das ist Arbeit, aber das kann natürlich genauso Bildung sein. Genau. Das war wirklich einfach ein super cooles Gefühl erstmal und also diese Dreidimensionalität zu erleben und, mhm. und das Gefühl zu haben, Tobias ist da wirklich jetzt neben mir und ihn auch so zu hören, ja, in Stereo. Ja. Von der richtigen Seite. Genau, also wir hatten im letzten Jahr eine Führung im Prinzip von den Programmierern von Meet in VR, waren wir zu dritt, zu viert, haben uns das angeguckt, wir waren anderthalb Stunden, wurden wir herumgeführt und
Nach etwa so einer halben, dreiviertel Stunde, obwohl ich hier mit Brille im Büro saß, hat sich auch was in der Gruppendynamik ergeben. Das kennt man ja auch, wenn man gemeinsam irgendwie eine Führung hat. Man hat Seitengespräche, man tippt sich an, man kann jemand auf die Schulter kloppen. Da hat sich auch eine Gruppendynamik ergeben. Das war total interessant auf der kommunikativen und zwischenmenschlichen Ebene. Ja, also ich glaube, das sind wirklich die ganz interessanten Aspekte, dass die Gruppe irgendwie anders zusammen ist, als wir jetzt hier zusammen sind. Obwohl das auch irgendwie schon nahe ist durch die gute Qualität der Videokonferenz. Aber in diesem 3D-Raum ist es nochmal was anderes. Ja. Gut, ja, dann lasst uns einfach nochmal ein bisschen gucken. Was sind denn noch für Szenarien denkbar? Vielleicht sind ja Bildner hier, gibt es irgendwie spontane Ideen, wo man was einsetzen kann? Kunstrezeption, schreibt Andreas. Andreas, also ihr könnt wie gesagt gerne sprechen. Es kann sein, wenn so Nebengeräusche kommen, dass ich eure Mikrofone einfach mal kurz deaktiviere, weil wenn irgendwie durch Rascheln, durch Gläser Störgeräusche entstehen, aktiviert die einfach wieder und dann könnt ihr auch wieder mitsprechen. Ich finde gerade für Jugendliche, die es gibt eine Handvoll oder zwei Hände voll Anwendungen im Kunstbereich und die finde ich total spannend. Also die Van Gogh-Geschichte, die Dali-Geschichte, jetzt gibt es den Louvre, die Mona Lisa, es gibt auch von, habe ich vergessen, von dem Kubisten hier eine tolle Sache. Also es gibt diverse Anwendungen, die sozusagen eine völlig neue Herangehensweise an Kunst sozusagen ermöglichen. Ja? Also gerade auch für Jugendliche, die natürlich, wir kennen alle dieses Bild, dieses Zombie- oder Swombie-Bild, wo die da auf dieser Bank sitzen, da mit dieser langen Nase zum Smartphone. Und im günstigsten Fall denkt man ja, die recherchieren über das Kunstwerk. Aber ich glaube, das ist nochmal eine ziemlich coole Geschichte, weil das merke ich auch bei den Kids sozusagen, die sich das mal antun oder anschauen. Die sind schon extrem begeistert, weil die da tatsächlich in diese Gemälde und diese Kunstwerke reingehen können. Und dann, wenn sie dann noch gut programmiert sind, auch noch interagieren können. Das ist eben der große Vorteil auch von VR. Und eine zweite Sache, die ich auch total spannend finde, ist tatsächlich im Sportbereich. Da gibt es eben, das hat der David schon gesagt, also es gibt ja diesen Rec Room, der ziemlich cool ist. Da kann man sozusagen mit Menschen aus aller Welt diverse Sportarten betreiben, also im Multiplayer-Modus. Und mittlerweile hat sich ja auch tatsächlich die Industrie um Beat Saber herum ziemlich gemausert. Also es gibt jetzt tatsächlich eine App, mit der man Kalorien zählen kann, die man verbraucht bei Beat Saber. Und Beat Saber ist immer... Beat Saber ist so ein Spiel, wo man so eine Art Schwertkampf macht, oder? Genau, man hat zwei Lichtschwerter und muss dann im Rhythmus von einem Sound Song dann... Also man bewegt sich, man ist sportlich. Man bewegt, genau. Und also es ist sehr sportiv, die Sache. Meine Mitarbeiter im Laden, die machen das im Winter mal eine halbe Stunde, bevor sie den Laden aufmachen. Dann sind sie warm. Und das nimmt auch zu. Ich glaube, da kann man auch noch was machen, also dass man die Kids tatsächlich auch über diese sportiven Sachen mit ranholt und eben über diese neue Möglichkeit der Erfahrung von Kunst. Das finde ich total spannend, gerade im Bildungskontext. Ich finde interessant, was Hannes geschrieben hat. Es gibt nämlich tatsächlich auch VR-Plattformen, wo man großes Publikum vor sich hat oder wo man einstellen kann, die Größe des Publikums, ob das jetzt irgendwie nur ein Besprechungstisch ist oder wirklich ein riesiger Saal, um eben zu üben, vor Publikum zu sprechen. Da gibt's, also ich habe vor drei Wochen einen Vortrag gehalten zum Thema Einsatzszenarien VR. Also da ist, also es ist alles möglich, ja. Walmart trainiert seine Manager damit. Es gibt Terror-Szenarien, die durch exerziert werden können. Es gibt VR in Gefängnissen bei Langzeit-Inhaftierten, die dann darüber lernen, wie dann Social Behavior zu entwickeln. Also was weiß ich, im Restaurant mal eine Speisekarte zu lesen und zu bestellen. Die österreichischen Bundesbahnen, habe ich gerade gehört, die machen die Arbeit an den Schienen, an den Gleisen und an den Weichen bilden die in VR nach, weil das gefährlich ist, wirklich auf der Bahn. Und in der Berufsausbildung natürlich auch ein spannendes Thema, ne? Also gerade für die Leute auf dem Bau. Ich meine, eine virtuelle Mauer zu mauern, die dann möglicherweise einfällt, weil sie falsch gemauert wird, ist natürlich wesentlich billiger im Endeffekt, als tatsächlich dann die Steine und die Mörtel wiederzunehmen. Halt, ne? Und das sind so Dinge, da passiert eine ganze Menge, glaube ich, gerade auch. Ja. Okay.
Also ich könnte mir auch vorstellen, im Storytelling-Bereich oder für Jugendliche zum Beispiel jetzt biblische Geschichten nachzuerleben, nachzubauen. Wir werden auf unserer Konfifahrt jetzt mit Turmbau zu Babel zu tun haben, kommt mir sofort in den Sinn, das in VR zu machen. Wäre natürlich total spannend und hätte zu dem Bauen und zu dem Nacherleben noch den Technik-Thrill für die Jugendlichen. Total, klar. Musst du ungefähr so 20.000, 25.000 Euro in die Hand nehmen, um das so programmieren zu lassen. Wenn es reicht. Ja, aber ich meine, letztendlich trägt es auf jeden Fall mal zur Methodenvielfalt bei. Ja. Und ganz klar ist es, andere Kommunikationsräume immer andere neue Auswirkungen haben auf die, was weiß ich, Gruppendynamik. Ja. Ja, ich glaube, also man hat ja immer so oft das Missverständnis oder auch die Erwartung, okay, jetzt kommt eine neue Technologie und damit holen wir uns eine eierlegende Wollmilchsau in den pädagogischen Bereich. Aber letztendlich ist der virtuelle Raum auch nur ein neuer Raum, der uns zur Verfügung gestellt wird mit neuen Möglichkeiten. Aber Räume heißt noch nicht didaktische Konzepte. Ja? Das heißt, wir haben jetzt erstmal nur neue Möglichkeiten und müssen ausgehend von unseren pädagogischen Zielen jetzt erstmal anfangen, anhand der neuen Möglichkeiten auch neue Konzepte zu entwickeln. Und ich glaube, da sind wir jetzt einfach am Anfang und da steckt eine Menge Potenzial hinten dran. Ja. Und vielleicht auch zu sehen, dass es also Online-Räume in jedem Fall und natürlich genauso virtuelle Räume neue Zugänglichkeiten schaffen. Man muss nicht vor Ort sein. In virtuellen Räumen ist es vielleicht auch ganz angenehm, nicht dünn, dick, klein oder zu groß oder sonst irgendwie. Man kann sich den eigenen Avatar, das die eigene Person gestalten, wie man will. Ja, natürlich. Das ist einmal Barrierefreiheit. Das heißt, ich bin nicht mehr abhängig von dem Ort, wo ich hin muss, ob ich jetzt gut, weniger gut laufen, mich bewegen kann. Ich kann teilhaben. Und für mich persönlich, wo ich das Altspace zum Beispiel gerne nutze, ist Sprachtraining, weil ich für mich gemerkt habe, ich brauche Praxis, was Fremdsprachen angeht. Englisch lese ich sehr viel, ich unterhalte mich sehr wenig, dementsprechend gut und ausgeprägt ist dann auch meine Englischfähigkeit. Da kommt man wirklich an Leute, mit denen man sich unterhalten kann, mit denen man das trainieren kann. Ja, ja. Also man kann einfach dort reingehen und Englisch üben. Ja, zum Beispiel. Klar, also Englisch sprechen. Ja. Richtig. Ich meine, jeder weiß, wie positiv sich wie sagt man mal so schön, Schüleraustausch irgendwie auf Fremdsprachenkenntnisse auswirkt, wenn man mal in anderen Ländern ist, mit anderen Leuten zu tun hat. Und so kommt man halt eben, ich sag mal, ohne großen Aufwand im Prinzip an diese Person, mit denen man drehen kann. Ich stocke gerade, weil Lutz schreibt mir gerade, er redet demnächst du noch in Englisch mit mir. Ich bin gespannt, Lutz, ja. Ja, der Zugang nicht öffentlich stigmatisiert, ja, genau. Also man kann natürlich auch Beratungsangebote da drinnen machen und dann braucht man nicht die Schwellenangst haben zur Schülerberatungsstelle. Dann richtig, richtig. Oder wo war das jetzt sogar hier in Darmstadt der Fall mit den Videokameras, die aus Sicherheitsgründen angebracht wurden im öffentlichen Raum und dadurch dann halt eben auch alle Leute gefilmt wurden, die in die Suchtberatungsstelle gegangen sind. Also das ist ein ganz heikler Punkt, gerade bei so Beratungsangeboten. Genau. Okay, also ich schaue auf die Uhr, ich schaue in den Chatverlauf und hier sind noch einige nette Links. Andreas hat noch was gepostet. Ich finde, das war ein tolles Gespräch. Es hat einfach gezeigt, dass wir noch sehr am Anfang stehen, dass es sehr viel Potenzial gibt, dass man in viele Richtungen sich noch weiterentwickeln kann. Vielleicht ergibt sich ja einfach auch noch aus dieser Runde was. David, wir hatten mal irgendwie so einen Slack-Kanal mit Educators. Vielleicht, wenn sich da jemand noch anschließen will, verabreden will, wenn der noch aktiv ist. Der ist, sagen wir mal, mehr oder weniger aktiv.
Aber ich kann ihn, glaube ich, auch irgendwie vielleicht noch reinposten oder sonst zumindest können wir es irgendwie nachschicken per E-Mail für die, die angemeldet haben. Ja, würde ich dann im Prinzip in den Blogbeitrag hin mit reinnehmen. Einfach stellen. Nein, wir haben ihn sofort. Es geht ja alles ganz schnell. Das geht alles ganz schnell, sehr schön. Das ist der Einladungslink. Hier kann man der VR-Community ein paar Leute drinnen, die ja ganz lustig sind. Richtig. Ist auch ganz nett, um sich einfach mal zu verabreden, um Sachen auszuprobieren. Ja. Weil alleine machen Social-Plattformen eigentlich wenig Spaß. Ja. Ja. Okay. Gibt es denn abschließend noch Fragen oder Rückmeldungen von euch? Nee, wunderbar. Das ist immer so die Begrifflichkeiten, dass man das auseinanderhält. Ne? Also Cardboard ist kein 3D, ne? Also ist kein VR, das maximal 360 Grad hat. Ne? Ja. Für mich ist, hat David ja schon richtig gesagt, VR tatsächlich die komplette Immersion, das komplette künstliche Environment und vor allem die Interaktion mit den Controllern. Ja, und da eben auch das Fortbewegen. Und da gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten. Entweder man läuft tatsächlich oder man teleportiert. Und die Zusatzgeräte, die es da mittlerweile gibt, ist auch eine Riesenindustrie geworden. Also von, was weiß ich, von Dampf über Wasser, über Wind bis hin zu diesen Bodysuits und diesen Windmills, wo man in alle Richtungen laufen kann und so weiter. Aber das ist natürlich für den Bildungsbereich noch eine ziemlich ambitionierte Geschichte, weil die unheimlich teuer sind halt. Ne? Das ist eben. Wichtig ist halt nur, dass man, wenn man selber eigene Inhalte programmieren will, zum Beispiel das, was der Kollege da mit dem Turmbau zu Babel, das macht man nicht mit solchen kostenlosen webbasierten Anwendungen. Da braucht man tatsächlich Unreal oder Unity, je nachdem. Und das ist richtig teuer. Ne? Und das ist eben das Problem halt, ne? Dass man wirklich gute Inhalte wirklich teuer einkaufen muss. Leider noch. No. Ja, ich dachte aber, wenn ich kurz das noch sagen darf, ich dachte, dass vielleicht die Jugendlichen selber da was basteln und bauen zusammen. Ja, das musst du, das ist so, also das, was David gezeigt hat, das reicht für einfache Geschichten. Aber wenn du wirklich tatsächlich eine Interaktion haben willst, wenn du sozusagen haben willst, du, was weiß ich, du setzt eine Figur aus dem Turm von der obersten Leiter auf die unterste Leiter oder und da muss wieder neu anfangen oder dass man Sprachen entsprechend machen und so, das muss richtig programmiert werden. Das ist richtig heftig. Ne? Also das meine ich einfach nur. So, dass man da nicht vergessen darf. Also eine 360-Grad-Kamera, gut, die kann man sich irgendwie für ein paar Euro 50 bei Amazon kaufen und kann die sozusagen in die Krypta stellen und dann ist gut. Ja? Aber dann hat man auch kein VR. Ne? Dann hat man mal vielleicht so einen 360-Grad-Rundumblick halt. Ne? Und das ist so und VR ist halt auch kein 3D. 3D fotografiert sich auch wieder anders. Ne? Das ist ja. Ja so. Ich habe mich auch gewundert, vorhin habe ich angeschaut, Google Expeditions, ja, das ist eine schöne genau. Augmented Reality App, da kann man lustige Sachen machen damit. Okay. Aber witzig fand ich, dann haben die auch VR, steht drauf, aber es sind alles nur 360 Grad. Ja. Also, dass die da genau. die verwenden, hat mich ein bisschen gewundert. Also Expeditions, das sind im Prinzip begehbare 360-Grad-Anwendungen mit so Spots und man kann als Lehrer im Prinzip eine Gruppe durchführen und verschiedene Infopunkte sammeln, Aufmerksamkeit zu einem sammeln. Das heißt, man kann dann über die ISS mal gehen, verschiedene Orte begehen, sich Sachen angucken, der Lehrer redet. Das ist eine ganz spannende Geschichte. Aber zudem, wie gesagt, das Potenzial, man muss auch sehen, die Entwicklung, die ist unheimlich schnell auch in diesem Bereich. Also ich habe mir letztes Jahr August, September, habe ich mir die Oculus Quest gekauft. Da ging es eben nur mit Handtracking und dann im Oktober, November kam mir das Update mit dem Handtracking, was mit eingebaut wurde. Das heißt, die Quest hat vorne ja Kameras auch mit eingebaut und die erkennt dann im Menü jetzt schon mal die Hände. Ich brauche die Controller nicht mehr und kann dann mit den Händen navigieren. Und so werden jetzt nach und nach auch Anwendungen kommen, wo ich eben mich dann auch so, entsprechend so navigieren kann. Ich poste in den Chat auch noch mal kurz einen Link. Das ist eine Tagung, wo ich nächsten Monat ist das bin. Und für die, die es interessiert, ich glaube, die Tagung, die ist schon so relativ zu. Aber die Ergebnisse können interessant sein. Das ist Hands-on VR und AR Learning Praxisworkshop in Erfurt. Da kommen Bildner, Programmierer, Designer kommen zusammen, alle VR-Interessierte und schauen, was es eben braucht, um Anwendungen ganz speziell für den VR-Bildungsbereich zu konzipieren und zu erstellen. Und
über den Link. Ach, Andreas, da sehen wir uns. Wunderbar, freut mich. Und ich glaube, über diese Tagungsdokumentation, da kann man auch relativ viel an Impulse auch nochmal mitnehmen. Und Khaled, wenn dich das interessiert, dann melde dich dann einfach danach Mitte April mal bei mir, dann kann ich dir gerne was zuschicken. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei allen für das Mitmachen, das Mitreden, das Mitdiskutieren. Und auch dir, David, vielen Dank für den Einblick in die VR-Konferenzen. Ja. Ich möchte gerne auch nochmal hinweisen, wir haben nächste Woche Freitag sind wir in Frankfurt auf der Digi-Konferenz. Genau, das ist eine Veranstaltung der Bundeszentrale für politische Bildung. Und wir haben dort am Freitag um 10 Uhr unseren Live-Podcast, auch über diesen Zoom-Kanal. Lade ich natürlich herzlich ein von der Digi-Konferenz. Ansonsten der nächste Edu-Talk, ich muss jetzt hier selber noch mal ein bisschen spicken, das ist am 20. März mit Mr. Wissen to Go, dem Mirko Drotschmann, zum Thema YouTube als Bildungsmedium. Einfach mal mit einem professionellen YouTuber, der auch Bildungsthemen hat, ins Gespräch zu kommen. Ja, Andreas hat noch ein paar Sachen in den Chat geschrieben. Ich werde die Links alle mit in den Blogbeitrag erwachsenenbildung.ekhn.blog mit übernehmen. Ansonsten ist jetzt gleich noch ein bisschen Zeit für den informellen Austausch. Ich an dieser Stelle bedanke mich für die Teilnahme, auch fürs Zuschauen, für alle, die auch über Facebook und hier zugesehen haben. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.